Nur ein grünes Gewand macht einen wirklichen Helden aus. Qualle Punzes, dieses Gewand hat damals ein Held getragen. Welcher wird er nicht verraten? Welcher war es wohl? Mal gucken. Die Feuerpfeile. Platziere sie auf C, um sie abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammen. Platziere sie auf C. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Oh ja, oh ja. Es gibt drei Pfeilarten anscheinend. Das erkenne ich haarscharf daran, dass es drei Slots für diese Scheiße gibt. Mal gucken. Diddling, diddling. Wie viel? Ach, das kostet Magie. Aber es ist geil. Tut mir echt leid, Rabe. Also, war nicht so gewollt. Doch war's. Okay, das ist geil. Das ist geil. Okay, ich erkunde erstmal das Gebiet ein bisschen. Ich denke, man muss wieder... Moment, was ist das? Das sieht aber sowas von verschiebbar aus. Aktion. Schieb es nach hinten. Lass mich raten, da ist etwas Geheimes. Ja, ein Loch im Boden. Oh, ich bin so schlau, ich bin echt... Wir fallen ins Gras rein, es sah so aus. Was machst du? Du... Was sagst du? Lass mich gehen, ich verkaufe die Pfeile. 30 Stück kosten 70 Rubine, was zur Hölle? Ich hab doch B gedrückt. B heißt bei mir immer abbrechen, stopp, cancel, irgendwas. Muss ich dann doch gleich nach Kakariko? Wegen Geld? Ach nee, kein Bock. Da hinten ist ein Häuschen. Dort will ich hin. Dort. Und nirgendwo anders. Tauchen kann man toll. Es dauert viel zu lang, hier rumzuschwimmen. Na, muss jeder normale Bürger eigentlich jetzt über den Hyliasee schwimmen, um hier zu diesem Häuschen zu kommen? Das ist irgendwie komisch, oder? Normalerweise könnte man da nicht eine Brücke bauen oder so. Nee, die Hyrulianer, was auch immer, sind zu doof zum Brücken bauen. Und deswegen dachten sie sich, die können auch schwimmen, ist doch gar nicht so schlimm. Okay, sieht nach einer Angel aus. Fischweiher. Heute weiß ich Fische wirklich gut. Es ist ein Angelshop. Okay, öffnen. Machen wir das Spannendste, was es gibt. Angel. Guten Tag. Oh, der ist mir sympathisch. Der sieht ziemlich französisch aus. Der hat eine Kappe auf und hat einen kleinen Schnauzer. Nun, willst du nur für nur 20 Rubine mein letztes Erspartes? Nein, habe ich nicht. Geh zum Rand des Sees und drücke Z, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leine mit B, also stoppe sie mit A. Lass dein Köder mit H im Wasser zappeln. Als Anfänger kannst du auch B benutzen. Hol die Angelstelle mit H ein, wenn du A und R gedrückt hältst, kannst du den Fang schneller einholen. A und... Und das ist doch unten in den Haken festzusetzen, dann hol die Leine mit A ein. Nein, aber ja. Tschüss. Kann ich die Angel behalten, oder? Da ist ein Fisch. Aha. Du sollst die Angel werfen. Du sollst auch nicht anvisieren, du Volltrottel. Weit geflogen. Ich lasse ihn ein bisschen zappeln. So, zappel. Der Fisch kommt ein bisschen weit. Ja, nee, fick. Okay, nochmal anvisieren. Muss man es so machen? Ja, wirf mal ein bisschen zu weit. Nee, ich komm zu mir. Das geht mit Zappeln einfacher, ehrlich.
Jetzt muss ich irgendwie A, B, links halten und dann. Komm. Haken festsetzen oder so ähnlich. Komm, ich hab ihn doch gleich, komm schon. Ja, geschafft. Okay. Der wiegt etwa 7 Pfund. Ja, ich will den Fisch behalten, ich finde ihn so genial. Ich tue die Angel weg. Kann ich auch was anderes benutzen außer die Angel? Hier? Nö. Na, ich will nicht den Angelverkäufer hier einholen. Mann. Ja, ich drück dann nach unten. Hala. Warum sieht das aus wie ein Fisch, der Angelhaken? Die werden immer nicht den Fisch beißen, oder? Mir reicht's. Das reicht mir ehrlich vollkommen. Ich will erstmal gucken. Bomben? Kann ich die benutzen? Jetzt kann ich nicht benutzen. Da hinten war aber so was ganz idiotisch Verstecktes. Ich will den eine Bombe platzieren, ehrlich. Mann, vielleicht muss ich nachts wiederkommen, aber ich habe keinen Bock darauf. Okay. Ich war angeln, das war mein Lebensziel. Ich habe einen 7 Pfund für einen schweren Fisch gefunden und viel mehr auch nicht. Was ist das? Interessant, der hat einen Gebiss. Okay, das war ein fetter Fisch. Nannte er sich zufällig Morpher und hatte bloß noch ein Gebiss, weil er schon etwas gealtert ist. Warum hat Navi das anvisiert? Egal. Es wird Nacht. Okay. So. Die kann dran glauben. Wie viel? Was? Oh mein Gott, Ultraschaden. Ich bin da. Oh Gott. Guck dich das mal an. Wow. Jetzt nicht. Bäm. Was? Der lebt. Der lebt. Der macht Ultra. Der lebt. Feuerpfeile komplett nutzlos. Abgehakt. Ja. Wenn ich einen Millimeter nach links drücke, dann. Ja. Geht das nicht so richtig. Okay. Okay. Oh. Bei dem Mond hatte ich schon erstmal Schiss, weil. Es gibt noch Monde in anderen Spielen und die sind nicht so freundlich wie der Mond hier. Gut, hier ist auch der Mond nicht freundlich, weil wie kann der Mond freundlich sein, aber. Komm diese Bushwhacker, ein bisschen in die Mitte gehen und. Muss ein bisschen Geld reinkriegen. Und dann nach Kakariko noch mehr Geld reinkriegen. Denn da kriege ich immer 50 Rubine. Ich wüsste gerne, wo ich die große Geldbürste oder sowas krieg. Denn die gibt's auf jeden Fall. Das weiß ich. Gibt's eigentlich auch in Twilight Princess. Und Twilight Princess ist eine verbesserte Version von Ocarina of Time, wenn man mal den Schwierigkeitsgrad davon absieht. Okay. Gut, Epona, unser liebes Pferd. So, ich erinnere mich gerade an einen Kumpel, der meint, er hätte Ocarina of Time zu 100% durch und hat dann nicht mehr die großen Köcher. Zählt er nicht dazu und die Eisfalle zählt er auch nicht dazu und den und so überhaupt generell zählt er alles nicht dazu. Also irgendwie komisch. Spring! Okay. Trabend nach hinten. Jetzt. Schneller. Jetzt! Die Epona ist zu doof zum Scheißen. Oh Gott! Nochmal. So. Stopp. Umdrehen. Die Epona macht einen Moonwalk. So. Haja. Oh Gott, bist du gut. Wow, also. Wow.
Was ich auch mag, sind diese coolen alten Bäume. Damals, als man nur noch zwei Baumtexturen übereinander gepackt hat, so kreuzweise. Und dann sagte man, das ist ein realistischer Baum. Ja, klar. Tja, aber damals ging es nicht anders. Damals konnte man nicht so detailliert modellieren. Und ich glaube, auch heute wird für Hintergrundbäume das immer noch angewendet. Weil so ein Baum ist wirklich komplex in seiner Struktur, muss ich sagen, ne? Mit den ganzen Blättern und so was. Und ja, so ein Baum ist ziemlich komplex, muss man wissen. Die ganzen Äste modellieren. Und so viel kann ein Computer nicht schaffen. Ich meine, wie viele Polygone soll man denn haben? Ich rede schon wieder scheiße. Kein Mensch interessiert das. Ich glaube, die Hälfte von euch weiß nicht mal, was Polygone sind und was das bringt. Und warum steht da ein einzelner Baum in der Landschaft rum? Der sieht total hässlich aus hier. Ich habe eine Idee. Idee 1, ich rempel ihn an. Ich rempel dich an. Yay, Leben. Nicht Leben. Hier, Magie. Okay, das brachte nicht so viel. Idee 2 wäre dann die komplett nutzlosen Feuerpfeile. Wow. Okay, die komplett nutzlosen Feuerpfeile können kein noch wirklich keinen Baum anzünden. Warte, es ist Nacht. Jetzt habe ich zwar dreimal gespielt, warum auch immer, aber egal. Irgendwie der fucking Sonne gespielt. So. So, was ich übrigens gelernt habe, Sidesteps und Link ist schneller. Ja, Link kann schneller Sidesteps als normal rennen. Was ziemlich peinlich für ihn ist. So, die Treppen finde ich auch genial. Einfach nur so eine Textur und... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ja. Kann sein, dass hier wer angegriffen wurde. Irgendwas. Die stand eben noch nicht da. Das habe ich gesehen. War das nicht der alte Mann, der da unten im Brunnen lebte? Mal. Vor langer Zeit. Zurück, Link. Okay. Ich hoffe, ihr hört das Auto draußen nicht. Wusste, oder? Die schreit auch wie ein Mädchen, also bitte. Ein Arsch wie ein Mädchen, keine Ahnung, also bitte. Oha, der sieht irgendwie komisch aus bei mir. Ist das ein Grafikfehler, dass der blau-rot ist? Ich weiß es nicht. Was macht Cheek? Keine Ahnung. Okay, wir können gegen einen Schatten nicht gewinnen. Ja, das ist irgendwie logisch. Draußen rödelt das Auto weiter. Und das Feuer ist gelöscht, weil es geregnet hat. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Bodens verbannt und dort eingeschlossen. Impa, kenne ich nicht irgendwoher? Oder die? Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, so dass der Siegel brach und er wieder in die Oberwelt, jetzt habt ihr das Auto bestimmt gehört, in der Oberwelt entkommen konnte. Ja, jetzt habt ihr das Auto auf jeden Fall gehört. Das war viel zu übersteuert, schätze ich mal. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist einer der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Ja, ich übe ein bisschen das Rollen der R. Alles, was ich für dich tun kann,